Schönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Wir sind bei South Park Snow Day. Also habe ich die Kamera halt, oder? Das ist irgendwie ziemlich die Latte. Jedenfalls South Park Snow Day. Wollte ich mir mal ansehen, hat so schlechte Kritiken, dachte ich mir auch, guckst du mal selber rein. Jetzt habe ich irgendwas angeklickt. Oh, es geht schon los. Es geht schon los. Okay. Jetzt bin ich aber noch ein bisschen gespannt. Man nennt ihn den Schneesturm des Jahrhunderts. Deutschland, alles der ist gesamte eingestellt. Bezirk South Park wird mit Schnee überschüttet und soll es nicht wird lange noch gehen. Mehr erwartet. Aber Aus ich der bin ganzen gespannt. Stadt Also werden ich mochte Unfälle die mit anderen mehreren Spiele nicht, weil Autos Gegenschüsse, und aber Unfälle gemeldet. Bin da jetzt mal gespannt. Schatz, zum Mit Glück original ist die suchen. Sicherheit. Schauen Mann, wir mal. hast du gesehen, wie krass es draußen schneit? Ja, Schätzchen, und es wird schlimmer. Heute gibt's doch bestimmt schneefrei. Die Schule fällt raus, oder? Noch haben sie nichts gesagt. Der Sturm ist noch heftiger geworden. Ich stehe hier an Starks Teich, der komplett zugefroren ist. Und ein Tankwagen ist ins Eis gekracht. Es gibt mehrere Opfer. Mehrere Opfer? Die Schule fällt aus, ich weiß es einfach. Eric, das ist sehr ernst. Hier wird es einfach immer schlimmer, Tom. Der Sturm lässt überhaupt nicht nach. Und angesichts der Schneemassen und der vereisten Straßen steht uns eine katastrophale Nacht bevor. Oh Gott, die Schule wird ausfallen. Das war sehr viel Schnee, meine Güte. Fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, geh wieder ins Bett. Aber ich muss nicht ins Bett, weil ich nicht aufstehen muss. Das wissen wir nicht, Eric. Das sehen wir morgen früh. Gott, bitte. Bitte. Mach, dass es wieder schneit. Mehr als je zuvor. Bitte, Gott. Bitte nur dieses eine Mal. Verarsch mich nicht. Mindestens 20 Menschen sind tot, Tom. Es gibt Berichte von gefrorenen Wasserleitungen und sogar gefrorenen Leichen. Und fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, es ist furchtbar. Die Stadtverwaltung warnt, dass sogar Ersthelfer heute zu Hause bleiben werden. Die Straßen sind unpassierbar. Nirgendwo gibt es mehr Klopapier. Was ist mit der Schule? Die Stimmung ist wirklich apokalyptisch. Passt alle gut auf euch auf, bitte. Du willst mich doch verarschen. Oh, und wir haben gerade erfahren, dass alle Schulen heute geschlossen sind. Ja! Ja! Die Schule fällt aus! Schneefrei! Was ist denn sonst, ey? Heute keine Schule! Keine Schule! Heute keine Schule! Also Outfit kommt mir bekannt. Ich bin ein paar Stunden wieder da, Mom. Dann hätte ich gern was zu futtern. Wo willst du denn eigentlich hin? Ich gehe raus und spiele mit meinen Freunden. Das ist nicht sicher, Schätzchen. Mom, wir haben schneefrei. Das ist ein magischer Tag im Leben eines Kindes. Auf jeden Fall. Oh, okay. Also ich finde es bis jetzt ziemlich gefällt, ehrlich gesagt, gerade. Klar, es kommt dann nachher richtige 3D-Game, ist ein richtiges 3D-Game und so. Also nicht so wie South Park aufgebaut, aber wieso nicht? Wow, cool! Es ist so schön! Keine Schule, Leute! Keine Schule! Komm schon, wir haben schneefrei! Komm schon, Butters, los geht's denn! Schneefrei, Leute! Hey, hey, Neuling! Neuling, ich red mit dir! Da bist du ja! Komm schon, Neuling! Ab in die Klamotten! Wir haben Schnee frei! Tja, dann müssen wir uns einen Charakter stellen. Das ist eigentlich der passende Punkt, wo man sagen könnte, wir haben die ersten 5 Minuten gesehen. Ja, war ein Witz. Wir machen uns erstmal unseren Neuling hier fertig. So. Und uns hier passend anziehen. Eine nette Frisur dabei, wa? Nein, nur mit schwarzes Cape. Einen schönen Bart. Und natürlich eine geile Brille aufsetzen, dieser Pornodarsteller. Ach, ein Boot kann man auch noch machen.
Geil, den nehmen wir. Okay? Na, okay. Ich bin bereit. Sei vorsichtig da draußen, Schatz. Viel Spaß mit deinen Freunden. Hallo, mein Gehilfe. Ich bin der große Zauberer. Uns erwarten heute viele Schlachten. Ach ja, seit du das letzte Mal gespielt hast, mussten wir alle Regeln ändern und neu anfangen. Weil jemand total OP wurde. Du musst also in die Schule und mit dem Hüter der Regeln sprechen. Okay. So, dann müssen wir dann erstmal hin. Wer ist die, denke ich mal? Okay. Komm, triff mich auf dem Dach, Neuling. Wir müssen dich auf den neuesten Stand bringen. Okay. Meine Güte, über Nacht ist einiges runtergekommen. So, da wollen wir uns erstmal den Weg zur Schule bauen. Okay, die Regeln sind einfach. Menschen hassen Elfen und Elfen hassen Menschen. Jetzt geh und such dir Waffen und Ressourcen und triff mich auf dem Schuldach. Los! Ach ja, bevor wieder der Spruch kommt. Schöner geht es nicht. Man kann in den Tiefschnee aber nicht lange da uns vertreten. Wie gesagt, bevor es wieder geht. Das Klopapier im Moment wertvoller ist als Gold. Sammel etwas ein, Neuling. Neuling, du kannst das Klopapier wie echtes Geld benutzen. Kauf damit eine Waffe. Okay. Jedenfalls, bevor wir irgendwelche Beschwerden kommen, das sind die Ultra-Settings. Also grafisch kann ich nicht mehr machen. Na? Waffen, schöne Waffen zu verkaufen. Ah, guck mal, tauschen gegen Klopapier an. Also gut, du bist jetzt bewaffnet, Neuling. Jetzt geh und such dir eine Waffe. Ja, hab ich so gerade. Ah. Einmal tippen Schlag, drückt halt einen längeren Schlag. Upsi. Fuck, jetzt komme ich schon wieder nicht mehr zurück, oder was? Ich tippe mehrmals auf die Maus für eine Erfahrung. Du hast es ihm gezeigt. Jawohl. Sehr gut. Mach weiter, um so deine erste, ne, Kraftkarte zu bekommen. Hier drüben, Neuling, ich hab was für dich. Das tat weh. Waffen sind schön, Neuling, aber bei diesem Spiel musst du auch Karten benutzen. Jede Karte ist eine neue Fähigkeit. Okay, dann nehmen wir doch mal die erste, oder? Purzflucht. Nee, betrachte diese Karte als deine Lizenz zum Furzen. Okay. Benutze deinen Furz, um die Kante zu überwinden. Okay. Oh nein. Okay, und diese Kante hier. Großartig, genau. Gefurzt, durchlaucht. Komm schon, auf in die Schule. Wir treffen uns wieder auf dem Dach. Ja, das jetzt finde ich es ganz okay. Ich weiß, dass der ganze Schnee wirklich aufregend ist, aber das darf euch nicht vom Lernen abhalten, okay? Naja, okay. Guck mal. Siehst du die Elfenkinder da oben? Schnapp sie dir! Denk dran, Menschen hassen Elfen! Tja, dann... Mach weiter, Neuling! Hau die Platte! Schlag sie! Oh, Moment, oh. Leute! Der Neuling weiß noch nicht, wie man ausweicht! Left Shift? Okay. Verstanden? Okay, das Spiel beginnt. Wow, mega Ausweichmanöver. Ah, das ist ganz einfach. Oh, da, ja, schnapp ihn dir, Neuling. Ich bin stark erwischt. Ah. Oh, da hab ich. Toller Treffer. Jawohl. Verklopp, ihr kleine Kinder. Süß, das war toll. Du hast voll ins Schwarze getroffen. Das war klasse. Ja, das liegt so am Boden und heulen, ohne Schiss. Vorsicht, das sind ein paar Elfen. Nimm den Bogen, Neuling, und erledige sie. Okay. Mehr Elfen. Benutze deinen Bogen, um sie auf Distanz zu treffen. Oh, Feuer erwidern, Feuer erwidern. Oh, jetzt wird's gefährlich, ja. Leute. Gut getroffen. Auffassen, dass man selber nicht so angestellt, ne? Guter Treffer! Scheiß drauf, lass uns herfahren. Du hast die Elfen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Gute Arbeit. Jetzt kann ich deine Ausbildung abschließen. Wo ist denn jetzt so runter? Ach da. Okay, sehr schön, Leute. Du hast Ressourcen gesammelt, Waffenfertigkeiten erworben und den Umgang mit Karten geübt. Jetzt ist es Zeit für einen letzten Test. Hey, du wolltest mich sehen? Wer ist dieses Kind? Spielt sie?
Nein, noch nicht. Sie müssen einen letzten Test bestehen. Okay, Neuling. Mach ihn fertig. Was? Los, mach weiter, Neuling. Tritt dem Elfen in den Arsch. Der Elf ist im gegnerischen Team. Schnapp ihn dir. Nein, Erbarmen. Ja, ich kann aber auch jetzt nicht gerade fliegen, was das angeht. Ein bisschen schlimm hinterher, ne? Oh, einer Riff. Du wurdest zermalmt. Hinterungsangriff hier. Warum kommst du nicht hierher und ich bring dir etwas über das Heilen bei? Diese verleiht dir eine neue Heilkraft. Okay. Diese Heilkraft wird dich wieder gesund machen. Also hier ist halt. Du musst angepisst sein, indem du Schaden verursachst oder nimmst. Um noch angepisster zu werden, geht noch ein Prügel. Na halt, auch nicht schlecht. Hier kommt die Elfenverstärkung. Schnapp sie dir, Neuling. Wo? Ich krieg dich. Au. Ah. Ich heil dich, wenn du Probleme hast, Neuling. Jetzt mach doch hier einen Sprungangriff. Das geht nicht. Na doch, jetzt. Wieso kommen denn, wie viele neue kommen denn hier, Alter? Meine Güte. Wenn er ausweicht, springst du dem ins Gesicht. Das möchte ich auch nicht. Das schreit nach einem Upgrade. Normalerweise bin ich nach einem Kampf da für Upgrades für deine Kräfte oder Waffen. Diese Karten verbessern deine Waffen und Kräfte. Entscheide dich. Schon die Legendäre, oder? Gute Wahl, Neuling. Sieht aus, als könntest du es in diesem Hinterhalt ausprobieren. Ernsthaft jetzt? Hey! Ich will ja ausweichen, aber er lässt mich ja gar nicht. Geil zu sehen, was die Karten sonst noch können. So. Jimmy, immer noch? Die Karten werden zufällig verteilt, aber unter uns, für etwas KP kann ich sie neu mischen. Probier's aus. Hör zu, Neuling. Nicht alle Upgrades sind gleich. Deshalb haben wir ein Seltenheitssystem, das dir sagt, wie stark es ist. Je höher die Seltenheit, desto höher die Macht. Wirklich seltene Karten helfen dir, deinen Feinden in den Hintern zu treten. Unüblich. Der Hüter der Regeln legt die Seltenheiten fest. Aber für ein wenig KP kann ich sie noch mächtiger machen. Okay. Da hast du's. Such dir was aus, Neuling. Oh, und Neuling, behalte das mit dem KP für dich. Fantastisch. Hm, nehm ich doch dir. Du bist voll aufgedreht. Gib's ihm. Ey, nochmal was? Hallo. Wow, das sind viele Elfen. Ich bin tot. Autsch. Autsch, das tut weh. Also, aber hier, ja, Drecksack. So. Moment, wie unfair, dass dein Neuling keine Verbündeten hat. Neuling, diese anderen Kinder werden auch Menschen sein, okay? Okay, das heißt, okay, wir müssen Leute, jetzt schlagt euch wieder. Keine Furzattacke, dann geht das schon hier. Ich nenne das Scheiße. Vampir beschwören! Oh, jetzt wird's aber affig. Die Sonne fehlt mir. Der Gegner hat eine Vampir. Sie haben meine Bullshit-Karte gespielt. Das heißt, dass sie etwas schummeln können. Du bist dran, Neuling. Schummeln hilft auch nichts, wenn ich die platt haue hier. Uncool. Oder? Gib mir deinen Blut. Was für eine tolle Schlacht. Gehen wir zurück zum Battery. Okay, Neuling. Die Ausbildung ist abgeschlossen. Du hast diese Typen ziemlich gut geschlagen. Jetzt kannst du mit deinen Freunden spielen. Wunderbar. Da haben wir das Grundsystem erstmal abgeschlossen, ne? Das Grundsystem ist abgeschlossen. Also.
Also wie du siehst, mussten wir das Spiel ändern, weil irgendein Arschloch, dessen Namen wir nicht nennen, unbedingt allmächtig werden und den Stab der Wahrheit ruinieren musste. Und dann wollte jeder allmächtig sein und niemand konnte mehr sterben. Dann haben wir Superhelden gespielt und was ist passiert? Derselbe jemand wurde wieder krass OP und hat das Spiel wieder versaut. Und weil wir wegen dieser Person einen Haufen beschissener Regeln aufstellen mussten, über die sich dann alle gestritten haben, gibt es jetzt schon wieder Krieg. Denk dran, mit dem neuen Kartensystem bist du nur so stark wie die Karten in deiner Hand. Und am Anfang bekommst du nur 2, damit du nicht wieder OP wirst. Ruinier es nicht wieder. Aber wem sag ich das? Auch wenn du theoretisch der König bist, musst du dich an die neuen Regeln halten. Wir sind hier in Amerika. Du bist also der König von 2 Karten. Glückwunsch. Jetzt hör zu. Clyde hat Informationen, dass die Elfen einen Großangriff auf unser Königreich vorbereiten. Sie wurden in der Nähe von Starks Teich gesichtet. Wir müssen sie töten, bevor sie uns töten. Okay. Und Neuling, diese Mission wird echt gefährlich. Ich gebe dir noch ein paar Kinder mit, die auch gerade hergezogen sind. Aber vergiss nicht, du bist der echte Neuling. Die anderen Neulinge arbeiten für dich. Es kommt nur auf dich an. Du bist der Oberboss. Ich werde euch allen Nummern zuteilen und das völlig willkürlich. Es kann sein, dass du nicht die Nummer 1 bekommst. Aber für mich bist du immer noch der beste Neuling. Du bist am wichtigsten, auch wenn du Nummer 4 oder so bist. Viel Glück. Okay, Neuling. Du weißt jetzt, wie man spielt und hast keine Ausrede mehr für Regelbrüche. Mhm. Okay. Und so haben wir mal den Anfang gespielt und... Also mir gefällt es jetzt gut. Soweit. Und wie ich immer sage, soll ich weiterspielen? Schreib Kommentar drunter. Macht keiner. Spiel die für mich alleine zu Ende. Hans und Zoo oder so. In diesem Sinne.